Wie ist das für euch, schon wieder hier in Deutschschweiz zu spielen, in Zürich? Ich bin seit 2 Monaten nervös. Und als ich die Auto parkiert habe vor 2 Stunden, habe ich plötzlich verstanden, dass ich hier am Finale bin und ich kann es mir nicht noch gut vorstellen. Ich meine, das ist ein Big Deal. Ja, wie ist die Erwartung oder die Stimmung für die Band für heute Abend? Alle gut? Das ist normal. Toccarsi, toccarsi! Wir müssen mal eine sehr gute Show machen und Spaß haben, glaube ich, das ist besser. Und mit Dice col cuore. Mit Herz. Mit Herz spielen, das ist das Wichtige. Was erwartet man von euch dieses Jahr? Ja, wir sind am neue Lieder schreiben. Und wir planen im Herbst oder Winter aufzunehmen und dann, was kommt, kommt. Aber Hauptsache jetzt Konzerte machen, möglicherweise in der deutschen und französischen Schweiz. Und dann, Ausland. Und Ausland, ja, natürlich. Vielleicht auch Wacken, wer weiß. Und, und dann, ja, eine neue CD, ein neues Album. Was macht Chronic Shock für Musik? Was ist speziell bei Chronic Shock? Chronic Shock ist grundsätzlich Party-Propaganda. Das heißt, Musik entspricht die Lust, um ein schönes Leben zu haben, um ein schönes Leben zu leben. Und wir denken, das ist wichtig, dass das Publikum als CD in Radio infugst oder als am Konzert kommt, das bekommt. Also vor Musik muss die Lust um Feiern kommen. Wie ist der Videoclip entstanden? Das Videoclip. Wir haben den Videoclip im Sommer vom letzten Jahr aufgenommen. Das sind 6 Tage Aufnahme gewesen und irgendein Monat Montage. Und es ist voll lustig gewesen. Dort auch, ich meine, wir haben nicht 1 Franken ausgegeben, um das Video zu machen. Und ich glaube, das Resultat sagt etwas anderes. Weil Es ist klarerweise nicht professionell, aber es ist so lustig. Ich würde sagen, mir würde gesagt, ich habe das Video gesehen und ich habe gar nicht gewusst, dass du, Diego, eine Band hattest. Und deine Musik gefällt mir überhaupt nicht. Aber als ich das Video gesehen habe, habe ich Spaß gehabt. Und das bleibt am Leuten. Lachen ist wichtig. Fast wie... Für Werbung hat es gut funktioniert und die Leute kennen uns auch wegen dem Video. Deshalb sind wir alle zufrieden und ja, wer weiß, vielleicht kommt ein anderer auch. Wie ist das für euch? Ihr seid Schweizer, aber sprecht Italienisch. Ist es schwierig, als Band von Tessin Auftritte in deutsche Schweiz oder im Ausland zu bekommen? Das ist vielleicht nicht so schön zum Sagen, aber ich sage es sowieso. Wenn du keine Kenntnis hast, darfst du nicht der Gotthard überholen. Darfst du nicht. Und nein, es ist eben so. Und jetzt der Ziel ist einfach Kenntnis zu machen, weil ich glaube, wir haben eine Stufe erreicht, wo vielleicht die Musik nicht alles gefällt, klarweise, aber wo, also der Band hat jetzt eine selbe Persönlichkeit. Das heißt, es ist der Moment, um auszutreten. Und die einzige Möglichkeit, um auszutreten, ist Kenntnisse zu haben. Und ich freue mich immer, wenn ich das Swiss Rock TV sehe, weil ich ein paar Wörter sagen kann. Und das finde ich wichtig. Das habe ich dir letztes Mal gesagt. In Tessin existieren solche Sachen nicht. Wir haben weniger Mittel, um zu kommunizieren mit dem Publikum. Auch Deutschland und Italien. Aber wir sind nicht Italien und wir sind nicht Deutsch. Wir sind Tessiner! Dann sind wir ein bisschen so blockiert. Kann man sagen. Aber auch mit dem Deutsch, ihr habt viel Deutsch gelernt. Also ich sehe, ihr habt Spaß, auch wieder mal in der deutschen Schweiz zu spielen oder eben, dass ihr nach Wacken geht. Und für das wünsche ich euch heute Abend viel Erfolg, ja, dass alles klappt. Und bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal, danke schön.